Was geht ab, liebe Leute und Freunde des besten, neuesten und heißesten Battle Royale unserer Zeit, Call of Duty Warzone. Wir sind wieder in der Playlist Vondel 50er Bomb angekommen. Die 60 Kills wurden noch nicht geknackt. Ja, wir haben letztens auf einen neuen deutschen Rekord reagiert mit 58 Kills. Felix knapp dahinter mit 57. Und Matze hat sich jetzt auch eingereiht in die Kategorie oder in die Playlist der deutschen 50 oder 50 Bomb Player auf Vondel. Und darauf reagieren wir jetzt. Knackiges Gameplay. Ist sogar tatsächlich der bayerische Killrekord. Matze wohnt in München. Bayerischer Killrekord. Moin, YouTube, guter Titel. Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir auf diesem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gibt es ein kleines Banger-Video. Und zwar, ich habe den deutschen bayerischen Vondel-Rekord in Warzone 2 gebrochen. Genießt das Video auf jeden Fall. Lasst gerne ein Abo da. Ja. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst ein Abo da. Gefallen abonniert und PS und liken. Ist wirklicher Weltrekord. Lasst trotzdem ein Like da. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Ich habe den deutschen bayerischen Killrekord der Welt auf Vondel geknackt. Okay, warte, da ist einer. Da hat sich irgendwo hat sich da ein ZF reingeschlichen. Ein Zwischenfehler, glaube ich. So. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich einen Win hole, möchte ich einen Bit haben. Bitte einen Bit. Wie stehen wir zu Bitburger Chat? Oh. So, erster Kill. 50 to go. Und bam, bam, zack, zack, pum, peng, pam, 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 piu, 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 piu. Was passiert jetzt, Matze? Oh, alles gut. Gerne auch Bescheid sagen, dass meine Facecam über Matze ist. Liebe Grüße da, Chat. Super Sache, dankeschön. Wunderbar. Meine Klasse. Noch nie wurde sowas gehittet. Ich bin wieder am Triefen, ne? An die YouTube-Zuschauer, wir sind gerade live im Stream und nehmen das Ganze auf. Wieder schön vormittags, Frühstücksfernsehen. Stream auf Twitch immer jeden Tag zwischen 7 und 15 Uhr. Bin ich live. Erster Link in der Videobeschreibung. Matze auch verlinkt. Elden Ring ist grundsätzlich auf 60 FPS gecapped. Es gibt aber Mods, womit du den Cap aufheben kannst. Ich muss eigentlich auch mal wieder Elden Ring spielen, sag ich euch ehrlich. Ich habe Matze noch die Wette, dass ich Melina unter 1000 Toten knalle. Die alte Mistsau. Oder Marlinia, wie heißt die denn? Ja, 60 FPS reicht noch völlig. Und ich glaube, ich bin so ungefähr bei 350 oder so. Und ich muss eigentlich mal wieder anfangen, Ring des Elden zu spielen. Um diese Mistsau da mal wegzuknattern. Marlinia. Irgendwie habe ich, glaube ich, heute Bock auf Elden Ring, actually. Och man, das waren 2 Free Kills. Warum laufen die jetzt da aneinander? Nur noch 2. Ach so, er spielt Squads. Mein Herzrasen. Genau, an die YouTube-Zuschauer, schaut das okay für euch, wenn ich nun wieder mal auf den Twitch-Chat eingehe. Falsche Seite. Hat der wirklich solo Squads gespielt oder was? Oh mein Gott, schön. Ich bräuchte flinke Hände. Oh, der hat einen Lachmann-MP. Die ist cool. Die ist cool einfach. Und heute an meine lieben Zuschauer bei Twitch und bei YouTube. Heute wird endlich wieder nach ewig langer Zeit. Nein, er chillt da ein bisschen abhängen. Wird es wieder Highlights geben? Ab jetzt gibt es wieder Weekly Highlights Chat. Ich hoffe, euch freut das. Einzelne Chat, wenn es euch freut, auch gerne meine YouTube-Kommentare. Auf meinem Hauptkanal, auf dieser King Phil, wird es jetzt wieder Highlights geben. Heute kommt der erste Teil online. Eigentlich sollte er gestern schon online kommen, aber mein Cutter Franz ist gestern so wie jeder andere eingegangen und konnte sich nicht konzentrieren bei den Temperaturen. Aber heute wird es online kommen, heute Abend wahrscheinlich. Wird sehr, sehr, sehr geil. Morgen kommt dann das SO14 Video online und ja, Donnerstag gibt es dann die Back-to-Back-Win-Challenge, davon wird es dann auch irgendwann ein Highlight geben. Ich freue mich drauf, wird sehr, sehr nice, sehr geiler Content geplant. Was sehe ich hier? Wir sehen hier den bayerischen Killrekord der Welt auf Vondel von Ryrex. Ryrex hat Solo Squads gespielt und da hat es gekracht in München, da hat es gekracht. Die Alerts hört man eh nicht im Stream. Alles gut. Nein! Egal, ich wollte eh Lodi haben. Ja, ich richtig. Ich wollte Lodi haben. Inzwischen Lodi. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der sich so über goldene Platten freut. Ah, schönes Ding. Ich spiele die Lachmann spiele ich gar nicht mehr aktuell. Ich spiele die ganze Zeit SU14. Ich finde, je besser man dann mit der SU14 klarkommt, desto besser wird man damit. Und dann ist sie auch stärker als die Lachmann irgendwie, I don't know. Ist sie da? Du ahnst es nicht.
Ja, genau. Navy, danke für 14 Monate. Vielen Dank. Willkommen zurück. Nein. Ja, ich wäre gestorben. Ich hätte Karma bekommen. Das mit dem Timer ist überragend. Aber das lohnt sich halt nur für Solo-Squads, actually. Und tot, schade. Mann, ich hab Reset gesagt. Pause. Ich schwitze aus allen Poren, wirklich. Es ist so disgusting. Mein Gaming-PC ist noch nicht mal an. Oh, das ist sehr riskant, was ich hier mache. Oh ja. Ach, du ahnst es nicht. Aber X12, alles gut, wir chillen. Schönes Ding, Harry, macht er gut. Das waren Bayern-Lobbys, ja. Eine little tranny bomb. Wo sind meine Waffen? Moin, Bummi. Ja, ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben. Wo ist mein Lachmann? Ich hab gerade eine Hand gehabt, steht Warzone gerade? Wie sieht's bei euch aus? Wir haben ja Mittwoch auch Mid-Season-Updates. Ich habe irgendwie noch gar keine Informationen. Gibt's irgendwelche Informationen, Alter? Liegt doch da, wo? Ich habe gerade heute Morgen nochmal bei Twitch geschaut, bei Twitter geschaut, bei Charlie Intel. Lachmann! Ich habe nichts gesehen. Kein Stress. Gar nicht. Es gibt auch keinen Creator-Call, weil beim letzten wurden wieder zu viele Sachen geleakt. Puncher hat ein Video gemacht, okay, das können wir uns gleich noch reinziehen. Leider fehlt mir jetzt ein Wurfmesser. Aber hat der gestern jetzt hochgeladen? Oder ist es ein bisschen älter? Vielleicht kenne ich die Infos ja schon. Im Zugzwang. Ah ja, passt jetzt schon. Okay, das schauen wir uns später an, nice. Es gibt einen neuen Raid mit geilen Tarnungen, das ist das Einzige, was ich bekommen habe. Das wird sich lohnen. Diesmal werde ich den Raid auch direkt am Anfang machen. Damit ich nicht wieder einer der Opfer bin, der die Tarnung als allerletztes hat. Das war ein schmackhafter Kill. By the way, für alle, die sich wieder über die Lobby beschweren, erstens macht's nach, ihr kleinen Fick-Arsch-Kühe. Zweitens, spielt einfach mal Solo-Squads-Bondel. Da werdet ihr sehen, das ist schon immer so. Also, auch wenn ihr Almazra-Solo-Squads sucht, in der Regel habt ihr zu gewissen Uhrzeiten da die angenehmsten Lobbys, weil das Matchmaking... Wurfmesser! Dich, mal, wenn du ein, was ich nur mal solo unterwegs bist, schweren. In bessere Lobbys packen. Das ist immer beim Leben. Ich hab grad zwei. Aber er spielt halt auch einfach so solid runter, ne? Jetzt noch goldene Platten vielleicht? Matze, klassischer Feierabend. Ich hab so lange keine goldene Platten mehr gehabt. Vielleicht mal eine goldene Platten? Was ist eine goldene Platte? Scheiße hier, wie nennt man das? Weste? Ah, Temper. Ich schwöre, die FTX Siege ist nicht geil. Sag ich euch ehrlich. Einschlag, kein Erfolg. Die Auferstehung endet bald. Mach was draus. Ich guck in einen Fick-Arschkühl. Ich brauch noch ein paar Kills. Ich hab erst 30. Hö, wo guckt der die ganze Zeit hin? Der guckt doch auf dem Zweitbildschirm. Der hat doch Warlag auf dem Zweitbildschirm an, oder nicht? Der spielt mit der FTX. Ja, er spielt halt perfekt, ne? Sie ist halt auf Close-Fight, aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich habe die einzeln mal aufgehoben, ich fand die wirklich nicht so stark. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass ich nicht so stark bin. Nice, schade. 44 naja. Gegner live. Dean Lau, danke für 2 Jahre mit Twitch Prime. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr, sehr nice. Danke für 2 Jahre Support. Boah, Nico. War das clean. Das war richtig einmal schön. Einmal hinsetzen. Nicht so viel rumfliegen. Oh, es hat noch so viele Kills. Oh Mann, oh. Aber ich hab erst 34. Das ist scheiße. Warst du so ein Angeber manchmal, ich lieb. Und dann immer so, hä? Hä? Ist doch nicht viel. Oh. Ja, ich kenne Matze schon so in- und auswendig teilweise. Das mit den abgezogenen Punkten in der Qualität besprochen, ja. Für die Leute, die bei YouTube gerade zuschauen, gestern war Open Qualifier World Series of Warzone und viele Deutsche haben über VPN auf NA-Lobbys gespielt und deren Punkte wurden jetzt alle im Nachhinein noch abgezogen. Hat leider für Muas trotzdem nicht gereicht. Sehr, sehr schade. Das ist so blöd, Matze macht eine Serie. Gegner, sondern die Mates sind. 30 Kills mit jeder Waffe, das wäre natürlich ganz geil. Das ist echt blöde. F-Style, moin. Der Feind hat
hat eure Spur verloren. Wenn ich zuschaue, ich kriege jetzt auch wieder Bock auf Mondel, ne? Ich sehe mich jetzt auch einfach mal wieder bei, weiß ich nicht, 40 Kills. Ich glaube, mein Kill-Record waren ja 36 oder so. Digga, Aimlock ist so ein geiles Feature in dem Spiel. Real Rap, Chat. Also wer jetzt noch ohne Aimlock spielt, lacher, sage ich. Weil er selber die letzte Stunde NA gespielt hat, das wäre dabei gewesen. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Die waren so sauer und haben deswegen in der letzten Stunde selber NA-Host gespielt. Und dann wurden deren die Punkte abgezogen. Ach du Scheiße. 18 Punkte, ja, das hätte gereicht, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Nein. Oh mein Gott, mein Herz. Muas war so sauer, die haben die ganze Zeit EU gespielt und haben sich so abgesweatet und haben gesehen, dass alle anderen in den Ranglisten immer weiter nach oben gegangen sind, weil sie NA gespielt haben. Und in der letzten Stunde haben sie dann selber NA gespielt, weil sie so sauer waren und es nicht eingesehen haben, sich deswegen nicht zu qualifizieren. Und hätten sie es nicht gemacht, wären die wahrscheinlich drin gewesen. Oh, das ist ein F, Alter. Es tut mir so leid. Aha, 40 Kills. Vielen, vielen Dank, Grace, für ein Jahr Support. Danke für 12 Monate. Und jetzt kracht ihr auch mal komplett. 41 Kills. Ich hab kein Self. Er kauft sogar noch wieder. Matze wirklich auch der Type of Gamer, der im Cluster einfach stehen bleibt. Pass es nicht. Warum wurden die abgezogen? Ich glaube... Grundsätzlich ist der VPN eh nicht erlaubt. Und weil du halt auf NA-Lobbys immer einfache... oder auf NA-Servern immer einfachere Lobbys hast, weil der Spielerpool halt größer ist. Ja. Weil du ja viel mehr Spieler hast. Kills. 43 Kills. 7, ich brauche noch 6 Kills für 50. Liebe ich auch. Den Dinkel Klassiker ausgepackt. Noch 10. Es ist fast geschafft. 6 noch für 50. Ich meine, das wäre bei der Stage 1 Qualifier auch nicht gewesen, dass du für VPN Punktabzug bekommen hast. Deswegen verstehe ich das schon, dass die das gemacht haben. Die hatten halt Angst, dass sie sich nicht wollen. Hier. Da muss man jetzt Muas eigentlich keinen Vorwurf machen. Schönes Ding. Noch 5. Oh! Ja, Baby! 2, 1, 2 einzelne. Kennt ihr das auch? Sexy, sexy, sexy. Mutig und sexy. Sexy und mutig. Ja, bitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Oh, Baby. Oh, Baby. Mach mich fruchtig. Und in Art jetzt. 51. Geil. I mean, it's alright. Stark. Matze natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, meine lieben Damen und Herren. Checkt den Mann ab. Absolut geistgeschütter Demon-Spieler. Eine 50 ist okay. Und ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. In einem Loch könnte ich alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir.